Ja, Shalom und gottesreichen Segen an alle Glaubensgeschwister im Herrn Jesus Christus. Willkommen zur 8. Folge der Serie Unglaublich, aber wahr. Und heute geht es um einen sehr großen Musiker, der von uns gegangen ist, vor einigen Jahren bereits, und zwar Michael Jackson. Und der soll uns nun vom Himmel Botschaften überbringen. Und das klingt so unglaublich, aber wahr. Nicht, weil ich dran glauben würde, dass Michael Jackson heute zu uns spricht, sondern weil es jemand anderen gibt, der davon überzeugt ist. Deswegen heute das Thema: Michael Jackson spricht vom Himmel dämonische Offenbarungen. Und wir schauen uns, bevor wir zum Hauptartikel kommen oder zum Hauptbuch kommen, schauen wir uns zunächst mal an eine Frau, die ich bereits in einem anderen Video zitiert habe, eine Art QAnon-Prophetin oder eine falsche Prophetin eigentlich laut Bibel, nämlich Kate Kerr. Und sie sagte in einem Gespräch vom 22. April 2021, der Himmel ist unglaublich. Ich habe John Wayne im Himmel gesehen. Ich sah Michael Jackson. Das sind Dinge, die mir Jesus gezeigt hat. Ich habe auch Whitney Houston im Himmel gesehen. Ich sah sie vor dem Thron Gottes. Ja, wahrscheinlich hat Michael Jackson dort oben vor dem Thron Gottes einen Moonwalk dargelegt und Whitney Houston hat dazu gesungen, I will always love you, und die Engel haben da Applaus gespendet, oder wie? Also es ist schon sehr Phantasialand-mäßig, was diese Frau beschreibt, aber diese Frau brauchen wir uns nicht wirklich zu merken, aber sie ist kein Einzelfall, die davon glaubt oder davon ausgeht, dass sie im Himmel war und Michael Jackson gesehen hat. Es gibt ein Buch von Matthew Robert Payne, das heißt Michael Jackson Speaks from Heaven, A Divine Revelation. Und wir schauen uns mal an, was hinten auf dem Buch auf dem Cover geschrieben steht. Denn das reicht schon aus, um deutlich zu machen, in was für einer verrückten antichristlichen Welt wir tatsächlich leben. So schreibt Matthew Robert Payne am Ende des Buches auf dem Cover: Wussten Sie, dass es möglich ist, den Himmel zu besuchen und zu sehen, wer dort oben lebt? Wussten Sie, dass Menschen, die im Himmel leben, auf die Erde kommen und sie besuchen und Zeit mit ihnen verbringen können? Also ich wusste das nicht, das steht ja auch nirgends in der Bibel. Eines Tages, als Matthew einen Dokumentarfilm mit dem Titel This Is It von Michael Jackson sah, erschien ihm Michael. Im April 2016 holte Michael Matthew aus dem Bett und führte mit Hilfe von Gottes Geist ein dreistündiges Interview mit Matthew. Es war eine göttliche Offenbarung des Himmels und mehr. Warum liest du diese Botschaft nicht und verbringst einige Zeit damit zu sehen, was Michael Jackson zu sagen hat? Jesus möchte, dass sie diese Botschaft lesen und Michael Jackson möchte mit ihnen sprechen. Worauf warten sie noch? Ja, also ich warte darauf, bis ich den Verstand verliere, weil dann würde ich mir anschauen, was Michael Jackson mir dazu sagen hat. Unglaublich, und das soll ein Christ sein. Also anstatt zu sagen, schauen wir mal in die Bibel, was Jesus Christus uns zu sagen hat, der vom Himmel spricht. Nein, wir sollen uns anschauen oder anhören oder lesen, was für eine Botschaft Michael Jackson uns zu sagen hat. Und Jesus soll also ein Befürworter von diesem Buch sein. Also Jesus will, dass du dieses Buch kaufst, damit du die Botschaft von Michael Jackson hörst. Und ich weiß nicht, ob der Mann es weiß. Michael Jackson ist tot. Ist Ihnen da vielleicht mal was aufgefallen, Matthew? Aber nein, der Titel des Buches sagt schon alles. Michael Jackson Speaks from Heaven, A Divine Revelation. Klingt natürlich atemberaubend und spannend. Auf Deutsch, Michael Jackson spricht vom Himmel, eine göttliche Offenbarung. Er scheint so eine Art neue Offenbarung zu sein, aller Johannes. Aber schauen wir uns mal an, was Gott in der Bibel geboten bzw. verboten hat in der Tora, im Gesetz. Da heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Abvers 10, es soll niemand unter dir gefunden werden. Und dann wird vieles aufgezählt, Hellseherei, Wahrsagerei, an Dämonen wenden und so weiter. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der sich an die Toten wendet. Und wenn Michael Jackson ist tot, und wenn man tot ist, also da hat man nicht 2% Leben, 5%, 1%, 0% Leben, tot ist tot. Dass man den Menschen erst überhaupt erklären muss, was tot bedeutet, ist eigentlich schon eine Schande. Und er schreibt ein Buch darüber. Im Prediger 9, Vers 5 heißt es, denn die Lebendigen, die wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Weder, dass sie tot sind, noch dass sie gestorben sind, beziehungsweise irgendwann auferstehen, so Gott will, weil sie gar nichts wissen.
Michael Jackson ist tot, er weiß gar nichts. Und wenn sich irgendwelche Menschen glauben, sie haben Offenbarungen von Toten, dann sind das Dämonen, die sich verstellen können als Engel des Lichts, was auch der Satan kann laut Bibel, laut Neuem Testament. Und wir sollen die unfruchtbaren Werke der Finsternis ans Licht bringen, aber nicht teilhaftig werden an diesem okkulten Käse. Über den Tod heißt es außerdem in Hiob 14 ab Vers 10, der Mann aber stirbt und ist dahin. Der Mensch vergeht, wo ist er? Wie Wasser zerrinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt, so legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf. Bis die Himmel nicht mehr sind, regen sie sich nicht unter und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Der Tod wird mit einem Schlaf verglichen, das hat auch Jesus deutlich gemacht im Neuen Testament. Und wenn man schläft, klar, dann haben wir auch manchmal Träume und wir können sie auch nicht wirklich kontrollieren, was wir da träumen. Wir können natürlich Einfluss drauf haben, wenn wir uns den ganzen Tag Horrorfilme anschauen. Kein Wunder, wenn wir Albträume dann haben. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist auch, dass der Tod etwas ist, wo es allerdings kein Träumen gibt. Der Mensch weiß nichts, laut Prediger 9, Vers 5. Die Lebendigen wissen, dass sie sterben, die Toten wissen gar nichts, heißt es. Auch nicht, dass sie tot sind und deswegen warten sie auf die Auferweckung und zwar, wenn Jesus zurückkommt. Aber wir lesen erstmal in Daniel 12, Vers 2 und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben bei der ersten Auferstehung, die anderen zum ewigen Schmach und Schande bei der zweiten Auferstehung, wo es dann im Notfall in den Feuersee geht. Das lesen wir auch im Buch der Offenbarung. Glückselig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhaftig wird, denn sie können nicht mehr sterben. Sie werden Engel sein, wie Engel, weil sie auch Geister dann sein werden. Aber bei der zweiten Auferstehung, da sieht es dann eben anders aus. Und deswegen, wir schauen uns nochmal an, was Jesus sagt in Johannes 6, Vers 40. Da sagt er, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Diejenigen, Michael Jackson kann gar nicht im Himmel sein, weil er, so wie alle toten Menschen, auf die Auferweckung aus seinem Todesschlaf warten. Und aus diesem Schlaf kann man erst auferweckt werden, wenn Jesus das vollbringen wird. Und er kommt zurück und dann wird das geschehen. Aber nur die Gläubigen werden bei der ersten Auferstehung dabei sein und mit ihm herrschen für 1000 Jahre auf Erden. Die Ungläubigen, tja, da gibt's nach den 1000 Jahren dann ein anderes Gericht. Wir sehen also, laut Bibel ist es unmöglich, dass Matthew Robert Payne sich mit Michael Jackson unterhalten hat und dass Jesus Werbung für das Buch machen soll. Diese Menschen werden sich eines Tages für den Käse verantworten müssen vor Gott, was sie da fabriziert haben. Aber gut, wir wissen, eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche, nämlich, dass die Welt verrückt geworden ist, leider. Aber wenn man die verrückten Taten und die verrückten Worte den Menschen teilt, dann wird man selbst als verrückt abgestempelt. Ja, der Zeitgeist von heute kann man leider vergessen. Das war die 8. Folge der Serie Unglaublich, aber wahr. Michael Jackson spricht vom Himmel dämonische Offenbarungen und keine göttliche Offenbarungen in meinen Augen. Aber so oder so, die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das war und ist und bleibt in alle Ewigkeit der Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.